Am Amtsgericht Berlin-Tiergarten beginnt in der vergangenen Woche ein besonderer Prozess. Es ist der erste seiner Art. Angeklagt ist ein Mann, der sehr schnell sehr viel Geld mit einem Corona-Testzentrum verdient hat. Er soll bei der Abrechnung falsche Angaben gemacht haben. Konkret soll er viel zu viele Tests abgerechnet haben und auch Testkits, sodass die Kassenärztliche Vereinigung ihm zu viel Geld dann ausgezahlt habe. Insgesamt geht es um 50.000 Euro, die der Angeklagte Mohammed A. mit seiner Teststation, die nicht mehr existiert, zu viel kassiert haben soll. Das Geld ging auf das Konto von A.s Vater, der kurz zuvor noch Hartz IV kassierte. Zuständig für die Ermittlungen ist Susanne Langner vom Landeskriminalamt. Als wir dann in dem Testzentrum durchsuchen gewesen sind, haben wir festgestellt, dass so und so viele Tests abgerechnet wurden. Das wussten wir ja von der KV. Und dass aber im Datenbestand der Teststelle nur deutlich weniger Daten von getesteten Personen abgelegt waren. Im Prozess präsentiert der Angeklagte plötzlich neue Unterlagen. Angeblich hatte er die Testdaten auf mehreren Computern verteilt und erst jetzt zusammengestellt. Nur, wo kommen die neuen Rechner her? Im Testzentrum hatte die Polizei nur einen stationären PC gefunden. Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen? Wie kam es zu diesen Differenzen? Das Gericht will die neuen Datensätze jetzt prüfen und das LKA wird Nachermittlungen führen. Dabei ist dies nur ein Fall von fast 400, in denen die Berliner Polizei derzeit aktiv ist. Seit einem Jahr wird in der Hauptstadt gegen betrügerische Corona-Testzentren ermittelt. Tatverdächtige werden gesucht, Konten überprüft, Vermögenswerte beschlagnahmt. Spiegel TV ist monatelang exklusiv dabei. Hier ist die Berliner Polizei, bitte öffnen Sie die Tür. Das ist der richterliche Durchsuchungsbeschluss. Könnt ihr durchsuchen, weil ich habe nichts zu feiern. Das Geld ist weg, ja. Geld, das sogar für Teststellen ausgezahlt wurde, die es gar nicht gab. Überall in Deutschland. Viele haben es geahnt, aber keiner hat eingegriffen. Wir würden gerne wissen, ob hier irgendwie ein Testzentrum war oder nicht. Nein, ehrlich gesagt, nein. Hier in dem Haus gab es nie ein Testzentrum. Ein Testzentrum ist ja niemals gewesen. Finanziert und zugelassen wurde der Milliardenbetrug vom Gesundheitsministerium. Verantwortlich Jens Spahn. Unfassbar. Seine Behörde wies an, die Rechnungen der Teststellen nicht zu prüfen. Das Milliardengeschäft mit der Pandemie, Teil 2. Denn es ist alles noch viel schlimmer. Das Berliner LKA-Kommissariat 346 Mitte April. Ermittlerin Susanne Langner wertet Unterlagen aus, die sie ein halbes Jahr zuvor in einer Teststelle beschlagnahmt hat. Es sind Namenslisten von Personen, die angeblich getestet worden waren. Eine Frau aus Brandenburg findet sich 34 Mal auf der Liste. Guten Morgen, Frau K. Mein Name ist Langner vom Landeskriminalamt aus Berlin. Nicht erschrecken, es ist nichts Schlimmes. Wir bearbeiten hier in Berlin einige Ermittlungsverfahren wegen Abrechnungsbetruges in Zusammenhang mit diesen Corona-Schnellteststellen. Ja? In einem dieser Verfahren habe ich Datensätze gefunden, und zwar unter anderem Ihre Daten. Und wollte ich fragen, ob Sie tatsächlich im letzten Jahr, sage ich mal, über einen Zeitraum von 2 Wochen in Berlin gewesen sind, um sich dort jeden Tag in einer Teststelle testen zu lassen. Sie waren noch nie in Berlin? Okay. Sie haben noch keinen Test gemacht und Sie haben insbesondere auch keine Teststelle hier in Berlin besucht. Gut, dann war es das eigentlich auch schon, was ich wollte von Ihnen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Auskunft. Und es wird noch besser. Oft finden sich Personen auf den Patientenlisten, die definitiv nicht in Berlin waren. Einfach, weil sie längst tot sind. Es sind hier natürlich auch viele Personen drin, die schon verstorben sind. Hier haben wir jetzt einen Herrn. Und wenn ich den jetzt abfrage, dann muss ich eben auch feststellen, dass diese Person bereits im Jahr 2017 verstorben ist. Die Teststelle, um die es hier geht, wurde im Herbst bereits durchsucht und gehört zu Ferris Ristorante. Der Betreiber stammt aus Nordmazedonien. Im März dieses Jahres installiert das LKA eine Kamera. Und obwohl die Betreiber bereits von den Ermittlungen wissen, machen sie weiter. Was auffällt? Gut besucht ist die Teststelle, die an manchen Tagen angeblich fast 1000 Menschen aufsuchen, nicht. Hauptkommissarin Langner zählt mit und vergleicht die Besucher im Video
mit den bei der Kassenärztlichen Vereinigung gemeldeten Abrechnungszahlen. Ich bin jetzt hier in der Zählung bei etwas über 100 im Moment. Ich zähle es dann gleich zusammen, weil der Tag ist gleich zu Ende. Jetzt ist es schon dunkel und diese Teststelle schließt meistens gegen 21 Uhr. Und dann kann ich das gleich abschließend zusammenzählen. Und da kommt sogar ein Fuchs. Für diesen Tag sind über 400 gemeldet worden. Und wenn ich das jetzt hier mal so vorläufig zusammenzähle, habe ich 121 Leute, Personen für diesen Tag gezählt. Ermittlerin Langner hat die zuständige Kassenärztliche Vereinigung übrigens darüber informiert, dass die Teststelle im Visier des Landeskriminalamtes ist. Trotzdem überweist die KV weiter. Nachfrage. Haben Sie schon mal sozusagen Sachen ausgezahlt, wo das LKA gekommen ist und gesagt hat, wir ermitteln gegen diese Person? Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir zahlen nicht an Teststellen aus, wo die LKA-Ermittlungen noch andauern. Glatt gelogen. In ihrem E-Mail-Postfach findet Ermittlerin Langner mehrere Nachrichten an die KV, in denen es um Betrugsvorwürfe gegen Tatverdächtige und deren Testzentren geht. Ich habe nach jeder Durchsuchung, wenn ich festgestellt habe, dass der Betrugsverdacht sich bestätigt hat, habe ich der KV eine entsprechende Mail zukommen lassen, in der ich das thematisiert habe und auch die Bitte geäußert habe, nicht weiter auszuzahlen. Es wurden dann 3 Monate später sind weitere Auszahlungen vorgenommen worden. Und insgesamt sind mehr als 500.000 Euro dann über die folgenden Monate ab Dezember ausgezahlt worden. Mittlerweile wird gegen den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung ermittelt. Wegen Untreue. März 2021. Die Welt steht Kopf. Die Pandemie wütet und Minister Spahn erlässt die Corona-Testverordnung. Kurze Zeit später stellt ihm ein holländischer Journalist auf einer Pressekonferenz unangenehme Fragen. Es geht um erste Betrugsmeldungen bei den Abrechnungen. Sie haben diese Verordnung geschrieben und jetzt hinterher erst bemerken Sie, dass da quasi die Lizenz zum Gelddrücken überall, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, dass da einfach mehrere 10.000 Euro pro Teststation pro Tag abrechnen können. Jetzt schlage ich einfach mal vor, dass wir jetzt auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und die Ermittlungen der Behörden abwarten. Weil bis jetzt jedenfalls ich noch nicht einschätzen kann, welche Größenordnung das hat. Das Hin und Her auf der PK zwischen dem hartnäckigen Holländer und dem begriffsstutzigen Minister dauert eine ganze Weile, ohne dass Spahn den Ernst der Lage erkennt. Natürlich war die Politik im permanenten Krisenmodus. Aber bei so etwas, wo wir bis heute an jeder Ecke die Teststellen sehen und auch natürlich uns fragen müssen, ist das alles seriös? Die Leute, die vorher Döner verkauft haben, können jetzt ganz gut überprüfen, ob jemand Corona hat. Ob man da tatsächlich nicht ein bisschen besser kontrolliert. Offenbar sollte aber gar nicht besser kontrolliert werden. Spahns Ministerium ordnete im März 2021 an, die Rechnungen der Teststellenbetreiber nicht zu prüfen. Wörtlich heißt es in einem internen Papier, das Spiegel TV exklusiv vorliegt: Auf eine Verpflichtung der KVen, bereits bei der Abrechnung die zugrunde liegenden Angaben zu prüfen, wurde verzichtet, da dies durch den erforderlichen Personaleinsatz zu erheblichen Verzögerungen in der Abrechnung führen und dadurch die Bereitschaft potenzieller Leistungserbringer zur Teilnahme an der Teststrategie stark mindern würde. Eine Anfrage zu dem Papier ließ Spahn unbeantwortet. Offenbar hat er keine Lust mehr, über das Thema zu reden. Ich habe mir vorgenommen, zu Corona nichts mehr zu sagen. Da müssen Sie durch. Der milliardenschwere Betrug mit Testzentren lief nicht nur in Berlin ganz prima. Die Kleinstadt Dettenheim nördlich von Karlsruhe. Hier wurden allein im Dezember 2021 in einer kleinen Siedlung angeblich über 24.000 Menschen getestet. So jedenfalls die Abrechnungen. Angemeldet war die Einrichtung auf einem Firmengelände. Von seiner angeblichen Teststelle erfährt Unternehmer Walter Klein aber erst jetzt durch Spiegel TV. Bin ich wirklich überrascht, dass sowas gibt, dass sowas so einfach darzustellen ist heute. Ja, also keine Ahnung, wir hatten ein Testzentrum, ist ja niemals gewesen. Das ist das Wohnhaus unserer Mutter, die ist seit 6 Monaten im Pflegeheim. Also. Der Betreiber hat die betrügerische Goldgrube offiziell beim Gesundheitsamt in Karlsruhe angemeldet. Alles online,
Alles ganz einfach. Niemand hat die Angaben geprüft. Trotz mehrerer Anfragen lehnt das Amt ein Interview ab. Schriftlich teilt man uns mit: Eine Überprüfung der Angaben vor Ort hatte gemäß der Vorgaben nicht zu erfolgen. Der Fall kommt bei der werktätigen Bevölkerung nicht gut an. Schließlich ist es der Steuerzahler, der für den Testwahnsinn aus dem Hause Spahn gerade stehen muss. Allein hier in Dettenheim flossen 300.000 Euro in einem Monat für die Teststelle, die es nie gab. Sauerei. Absolute Sauerei. Absolute Sauerei. Man hat gedacht, das kann nicht mehr vorkommen. Es hieß ja, es wird kontrolliert, aber es scheinbar nicht oft genug kontrolliert worden. Sonst wäre es ja nicht so oft passiert. Es ist ja jetzt nicht hier bloß gewesen, es ist ja bundesweit überall gewesen. Diese Summe, was da zusammenkommt, bundesweit, ne? Man schätzt 1,5 Milliarden. Milliarden? 1,5 Milliarden ungefähr. Oh je, die könnten wir anders sinnvoll einsetzen. So Bildung, Gesundheitswesen allgemein, macht mehr Sinn. Im Raum Karlsruhe betrieb der Betrüger eine zweite Teststelle, die nur auf den Listen des Gesundheitsamtes und der Kassenärztlichen Vereinigung existierte. Diesmal suchte sich der Mann eine Adresse in der Gemeinde Walzbachtal aus. Auch hier wurde angeblich getestet, bis sich die Wattebäuschen bogen. Laut Abrechnungen kamen fast 30.000 Menschen in einem Monat. Dabei hat der Ort nur 9.000 Einwohner. Das hätte auffallen müssen. Im Rathaus gibt es ein Testzentrum. Aber hier in der Straße haben Sie... Nein, es gibt eine Arztpraxis. Nee, es soll direkt hier nebenan gewesen sein. Und da sollen auch jeden Tag 1.000 Menschen gewesen sein. Also jeden Tag sollen sozusagen in der Nachbarschaft 1.000 Menschen getestet worden sein. Haben Sie irgendwie mal Busladung von Menschen gesehen, die hier getestet wurden? Nein. Nee? Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg hat auch für die zweite Fake-Adresse echtes Geld bezahlt. Fast 350.000 Euro. Die KV in Stuttgart will sich nicht vor der Kamera zu ihrem Versagen äußern. Der Pressesprecher teilt stattdessen lapidar mit: Wir bitten um Verständnis, dass wir zur Abrechnung einzelner Testanbieter keine Stellung nehmen können. Auf die Spur des Betreibers, der im Süden ohne Teststellen kassierte, ist Hauptkommissarin Langner gekommen. Anfang Mai macht sie sich in Berlin mit ihrem Team auf die Suche nach dem Mann, der laut Ermittlungen offiziell von Hartz IV lebt. Was Frau Langner aber vor allem sucht, ist das ergaunerte Geld. Es wurden hohe Beträge bar vom Konto verfügt. Und die wollen wir dann heute natürlich auch sichern, beziehungsweise noch den Tatablauf aufklären. Hunderttausende Euro der KV sind also abgehoben worden. Der Verdacht der Ermittlerin, Zoran S., so sein Name, ist nur ein Strohmann für andere Leute. Gemeldet ist Zoran S. in einem Hochhaus im Stadtteil Marienfelde. Also zweites OG rechts sollte das irgendwie sein. Doch in dem riesigen Wohnsilo sind die Namen an den Klingelschildern kaum zu lesen. Heißt das, oder? Ach, ja, sein. Weit und breit kein Zoran S. Der Tatverdächtige ist übrigens polizeibekannt, wenn auch nur als eher kleiner Gauner. Vielleicht ist er hier ja nur gemeldet, wohnt aber woanders. Also es war nicht die Wohnung, wo drin stand? Nee, okay. Anhand der Klingelschilder konnten wir feststellen, dass diese leere Wohneinheit einem Mieter zuzuordnen ist, den wir zumindest oben feststellen konnten. Und an den Briefkästen ist dieser Mieter selbst nicht angeschrieben. Das heißt, wir vermuten, es ist halt diese Wohnung. Der Vermieter verlangt eine schriftliche Anfrage. André, könntest du bitte einen Fax schreiben an die Deutsche Wohnen? Ja, weil die wollen uns hier nicht, also wir können die Wohnung nicht richtig identifizieren. Und wir würden gern wissen, für welche Wohnung der Mietvertrag denn ausgestellt wurde. Behördenalltag in Berlin. Da werden noch Faxe verschickt. Alles klar. Dann haben wir die Wohnung jetzt. Dann können wir jetzt klingeln. Alles klar. Ich danke dir herzlich, André. Ja? Mach's gut. Bis später. Tschüss.
Die Wohnung ist schon mal gefunden. Guten Morgen, Herr. Die Polizei. Wir haben einen Lösungsbeschluss für Ihre Wohnung. Ist noch jemand in der Wohnung außer Ihnen? Ja. Wer denn? Meine Freunde. Da haben Sie ja nicht gleich aufgemacht. Okay, hier ist ja ganz schön Marihuana. Haben Sie hier was? Ja, alles weggeraucht oder was? Nein. Eine 500.000 Euro sind von dem Konto verschwunden. Viel Geld für Teststellen, die es nie gab. Dann wäre natürlich die Frage, Sie haben ja relativ viel Geld da von Ihrem Konto dann abgehoben. Ja, da sind ja einmal 160.000 und einmal 80.000. Was ist denn mit dem Geld passiert? Alles wird durchsucht. Zoran S. verhält sich kooperativ, wie es im Polizeideutsch heißt. Was aber nicht bedeutet, dass er sich zu den Vorwürfen äußert, oder? Na, Beweismittel haben wir nicht gefunden. Es sieht so aus, als gäbe es noch Personen hinter unserem bislang Beschuldigten, die dort auch noch mittäterschaftlich verbunden sind. Das müssen wir halt überprüfen, ob wir die namhaft machen können, beziehungsweise vielleicht lässt sich der Beschuldigte auch zur Sache noch ein. Circa 150.000 Euro waren noch auf dem Konto des Hartz-IV-Empfängers. Der Rest ist weg. Wohin, weiß derzeit niemand. Selbstbedienungsrepublik Deutschland. Nie war es so einfach, Millionen zu kassieren. Wer ein Testzentrum eröffnen wollte, registrierte sich einfach beim Gesundheitsamt. Ohne medizinische Fachkenntnisse wurde losgelegt. Es reichte eine Online-Schulung. Man musste nur gucken und hatte bestanden. Herzlich willkommen zur Schulung für die Durchführung von Antigen-Schnelltests. In der Fantasie von Spahn und Kollegen ist die Testwelt bonbonfarben. Wir bauen meist mehrere Tische so auf, dass ein Einbahnsystem gewährleistet werden kann. Das heißt, die zu Testenden kommen von der einen Richtung und verlassen den Testort in eine andere Richtung. Soweit der Plan. Hauptkommissarin Langner liegen Skizzen von Testzentren vor, die alle von der Berliner Gesundheitsverwaltung genehmigt wurden. Warum auch immer. Das ist ja auch wieder eine Teststelle, in der habe ich selbst durchsucht. Es war tatsächlich so, das ist so ein kleiner Gewerberaum, dass man hier hineingeht. Man hätte hier aber niemals hinausgehen können. Also hier hinten ist eine Tür, die war aber verstellt mit allem möglichen Zeugs. Und hier direkt davor war die Toilette. Also und ich gehe davon aus, dass es nicht genehmigungsfähig gewesen wäre, dass eine Person, die sich hier testen lassen, im Prinzip über die Toilette steigen muss, um diesen Raum verlassen zu können. Und das ist noch eine der besseren Skizzen. Der Rest, eine Mischung aus Kindergarten und Minimalismus. In Berlin wäre wahrscheinlich auch das Haus des Nikolaus durchgewinkt worden. Ist hier auch eine sehr schöne Skizze, man sieht eigentlich gar nichts. Also man sieht nicht, wie groß der Raum ist, wo dort getestet wird. Man sieht nicht, ob es ein Zelt oder ob es ein Gewerberäume irgendwo sind. Man sieht überhaupt nichts. Sieht eigentlich aus wie eine Wärmflasche. Das zeigt halt, dass vermutlich sich die Skizzen nie jemand wirklich richtig angeguckt hat. Natürlich ist es traurig, aber man muss halt schon mal noch mal ein bisschen lachen. Also das ist ja auch irgendwie nicht ganz unwichtig im Leben. Gar nicht zum Lachen ist den Ermittlern, wenn es um die Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern und der Kassenärztlichen Vereinigung geht. Es gab auch Zusammenkünfte bei LKA-Abteilungsleiter Sindberg. Wir haben auch tatsächlich hier ein Treffen durchgeführt mit dem Chefkoordinator für das Testwesen in Berlin und auch die Kassenärztliche Vereinigung war vertreten. Und wir haben uns abgestimmt, wie wir meinten, das wird jetzt besser zusammenbekommen. Aber genau genommen ist es nicht wesentlich besser geworden. Alle ducken sich weg, auch die Senatorin. Frau Senatorin, alles gesagt. Wie stellen Sie denn jetzt intern sicher, dass es nie wieder passiert? Schweigen im Amt. Diddes Berlin. Mitte März dieses Jahres laufen die Ermittlungen des LKA 346 auf Hochtouren. Zwei Fahnder machen sich auf den Weg, einen ganz besonderen Fall zu überprüfen. Wir fahren jetzt zu einer Adresse in Neukölln. Da soll eine Teststelle existiert haben, wo die ganzen Gelder, die der Betreiber dafür erhalten hat von der KV Berlin, sofort in Bitcoins umgewandelt wurden.
Das Testzentrum, das die beiden suchen, hatte von der Kassenärztlichen Vereinigung 188.000 Euro ausgezahlt bekommen. Für 2 Monate. Eigentlich soll es hier in der 56 sein, aber hier ist die 57. Das heißt, jetzt kommt die 56. Und da ist offensichtlich nichts. Die beiden sind hartnäckig, geben nicht so schnell auf. Wir hätten nur mal ein paar Fragen. Soll hier ein Testzentrum gegeben haben in der 156? Dass hier jetzt ein Testzentrum war, wo auch ein Banner vielleicht ist, jetzt hier kostenlose Bürgertests oder ähnliches. Oder so Schlangen, die sich vielleicht gebildet haben. Aber hier auf jeden Fall nicht. Aber ehrlich gesagt komme ich auch nur von der U-Bahn und laufe das Stück hierher. Ja. Und das war's, sonst hätte ich mich hier in Neukölln nicht auf. Deswegen. Okay. Und das muss ja hier gewesen sein. Also, müsste ja hier auf jeden Fall nicht. Kein Testzentrum und trotzdem Geld, das geflossen ist. Wie das möglich war, versucht Hauptkommissarin Langner im LKA zu ermitteln. Auf die Spur der Tatverdächtigen ist sie gekommen, als sie in einem anderen Verfahren dubiose Geldströme nachverfolgte. Der Kassenärztlichen Vereinigung war nichts aufgefallen. Finanzermittlerin Langner dagegen wühlt sich durch unzählige Akten, überprüft Kontoverbindungen und siehe da. Unmittelbar nach dem Zahlungseingang auf dem Konto ist der Betrag aufgesplittet worden in diverse Einzelüberweisungen und dann weiter verfügt worden an diverse Empfänger, teilweise Privatpersonen, aber eben auch an Kryptowährungshandelsplattformen. Wenn die KV versucht hätte, diesen Betrag zurückzuholen, wäre das Konto leer gewesen. Das Geld ist weg, ja. Ein anderes Testzentrum in diesem Fall soll im Berliner Süden gewesen sein. Adresse Selgenauer Weg. Doch soweit das Auge reicht, kein Geschäft im Erdgeschoss. Trotzdem sollen hier im vergangenen Mai 10.800 Menschen getestet worden sein. Dafür gab es 200.000 Euro von der KV. Im Monat. Nachfrage bei Anwohnern. Wir sind von Spiegel TV. Wir suchen ein Testzentrum. Hier soll mal ein Testzentrum gewesen sein. Hier? Nee. Sind Sie sicher? Nee, ganz sicher. Also zumindest weiß ich da nichts von. Also ich wohne hier schon 30 Jahre auf der Straße. Haben Sie mal Schlangen gesehen, Leute, die sich getestet haben? Nee, hier nicht. Hier gab es nie ein Testzentrum. Sind Sie sicher? Wofür? Für Corona-Tests. Nein, gab es hier nicht. Das weiß ich 100%. Hier in dem Haus gab es nie ein Testzentrum. Alles klar, Dankeschön. Der Betreiber und Geldempfänger der Phantom-Teststelle lebt nach Recherchen von Spiegel TV in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Wir kennen seinen Namen und sein Aussehen. Hier soll also der Mann, der 200.000 Euro für ein Testzentrum kassierte, wohnen. Hallo, schönen Tag. What? Oh, ne. Alles gut, danke. Wir wollen mal zu dem Nachbarn. Alles gut. Keiner da? Ganz oben? Auch. Alles leer. Alles leer. Olaf? Oh. Da ist noch ein Krankenhaus. Im Krankenhaus. Das ist ein Krankenhaus? Hier in Bitterfeld, oder? Keine Ahnung, ich habe gesehen. Alles klar. Wir gucken mal. Der ist nicht da, der ist im Krankenhaus. Nein. Alles klar. Weiter geht's ins Krankenhaus. Hier erwartet uns die nächste Überraschung. Olaf N., der angeblich sogar eine Schulung in Berlin zum zertifizierten Tester besucht haben soll, scheint nicht ganz auf dem Posten zu sein. Einem Interview stimmt er aber ausdrücklich zu. Über Ihr Konto sollen 200.000 Euro gelaufen sein. Können Sie sich das vorstellen? Ich wäre froh, wenn ich so viel hätte. Nee, das kann ich nicht vorstellen. Ich könnte mein Postbank lassen. Immer miese drauf bis jetzt. Ja. Haben Sie mal ein Testzentrum betrieben? Nein, ich bin seit Ewigkeit arbeitslos, seit 30. Ich bin normal Elektriker, Hartz-IV-Empfänger. Ich habe 15, 15 Jahre in Berlin. Haben Sie mal mit Leuten aus Berlin zu tun gehabt, mit Testzentren? Nee, ich war schon 15, 20 Jahre in Berlin, das kennt auch keinen. Doch meine Schwägerin, oder sehen Sie. Bis heute ist unklar, wie die Sache genau gelaufen ist. Vielleicht hat Olaf N. ja seine Identität verkauft. Unterdessen ermittelt das LKA weiter. Schließlich sind allein in Berlin 500 Millionen Euro an Teststellenbetreiber ausgezahlt worden. Der zuständige Kommissariatsleiter Jörg Engelhardt rechnet für Spiegel TV mal durch, wie viel bei den Betrügern so hängen geblieben ist.
halten sie sich fest. Wir gehen davon aus, dass wir in Berlin für etwa 4-5% der ausgekehrten Gelder Schäden zu beklagen haben. Und das aufgerechnet auf das Bundesgebiet wäre, das ein Hellfeld, also die festgestellten Schäden von fast 500 Millionen Euro. Und wenn wir jetzt ein Dunkelfeld dazu bestimmen wollen, ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn die Gesamtschäden in der Größenordnung zwischen, also um die 800 Millionen bis hin zu 1,2 Milliarden Euro liegen würden. Susan Langner und ihre Truppe mal wieder im Einsatz. Es fehlt ja noch die Teststelle mit den Patienten, die nie hier waren oder längst tot sind. Wir suchen in einem Ermittlungsverfahren, auch wegen Abrechnungsbetruges im Zusammenhang mit Teststellen. Wir suchen eine Wohnung und noch zwei Gewerbeobjekte. Und der Bentley wird heute in Vollziehung des Vermögensarrestes gepfändet und damit abgeschleppt. Damit keiner den beschlagnahmten Bentley wegfährt, bleibt ein Polizist zur Bewachung zurück. Der tatverdächtige Restaurantbesitzer, ein in Nordmazedonien geborener Deutscher, wohnt gleich um die Ecke am Kurfürstendamm. Da die Beamten nicht wissen, was sie erwartet, ist Vorsicht geboten. Doch die Tür bleibt zu. Hier ist die Berliner Polizei. Bitte öffnen Sie die Tür. Halte ich hier die Stellung. Okay, dann gehen wir runter und fragen. Runter heißt in Ferris Restaurante in der Rankestraße. Ferry R. hatte den Stellplatz für den Testcontainer an seinen Cousin vergeben. Guten Morgen. Die Berliner Polizei. Wir würden gern zu Herrn. Nicht in Berlin. Der ist gar nicht in Berlin. Frau Langner und Kollegen durchsuchen das Restaurant nach den Unterlagen des Testzentrums. Der Schlüssel für den Bentley vor der Tür ist angeblich nicht da. So die Kellner. Doch die Polizisten werden in der Küche fündig. Das ist doch schön. Erst ein kleiner Erfolg, oder? Das ja. Zumal der Schlüssel auch nicht da sein sollte. Und der war doch da. Wenn sie jetzt noch die Fahrzeugpapiere finden, kann der Bentley abgeschleppt werden. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben die Papiere. Was haben Sie gefunden? Die Fahrzeugpapiere. Also das kannst du jetzt dann schwer fotografieren. Zack, hier dazu. Genau, den Schlüssel. Im gelben Transporter trifft Sadik R. ein, der offizielle Anmelder der Teststelle. Den Platz dafür hatte Sadik von seinem Cousin, dem Restaurantchef Ferry, angemietet. Für den Betrieb war wiederum Ferrys Sohn zuständig. Alles sehr verworren. Das ist der richterliche Durchsuchungsbeschluss. Am Tatvorwurf hat sich nichts geändert. Das ist der gleiche wie beim letzten Mal. Ja? Könnt ihr durchsuchen, weil ich habe nichts zu verheimlichen. Ein Testzentrum als Familienbetrieb. Man gönnt sich ja sonst nichts. Na gut, den Bentley. Aber der ist jetzt erst mal weg. Gegenüber der Polizei will sich Teststellenbetreiber Sadik R. nicht äußern. Dafür redet er mit Spiegel TV. Warum sagen Sie nichts zu den Vorwürfen? Nein, ich habe ja gar nichts zu sagen. Ich habe hier ein lediglich Testcenter aufgemacht, um dem Staat was Gutes einzufügen. Das war meine Absicht. Ja, aber der Vorwurf, dass Sie betrogen haben. Ja, ich habe auch nicht betrogen. Warum habe ich denn betrogen? Ja, Sie haben ja das Testzentrum betrieben. Ja, ich habe betrieben das Testzentrum, habe dies gleich an jemand anderen gegeben und derjenige sollte hier die Tests durchführen. Aber als Testzentrumbetreiber sind Sie doch dafür verantwortlich, dass die Abrechnungen richtig sind. Sonst wäre ja die Polizei nicht hier. Aber das ist ein Verdacht. Wir müssen erst mal sehen. Ich werde ja auch mich wehren. Ich habe ja, gibt es Anwendungen, die anderen müssen auch mir Antwort geben. Wieso ist denn so gewesen? Jetzt bereitet die Staatsanwaltschaft die Anklage vor. Es droht eine empfindliche Strafe. Schließlich sind mehr als 1 Million Euro weg. Ich bin froh, dass die ganzen Beschlüsse jetzt vollstreckt worden sind und dass wir auch erfolgreich waren. Und also im Sinne von, dass wir Vermögenswerte und Beweismittel gesichert haben. Und was das am Ende dann in der Auswertung bedeutet, muss man dann sehen. Aber das Geld ist weg.
Ja, natürlich ist das Geld jetzt erst einmal weg. Aber wenn die Sache zu Gericht geht und ein Urteil gesprochen wird, hoffe ich, dass dann eine Einziehungsverfügung ergeht und dann der Betrag halt noch gesichert werden kann. Ab diesem Freitag gilt, kostenlose Schnelltests nur noch für Risikogruppen. Bleibt die Frage, wer das diesmal überprüft.